Ja, guten Morgen noch einmal. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Software-Webinar. Diesmal geht es um das Thema sicher mailen mit Tutanota. Die E-Mail ist eine der wichtigsten Kommunikationsmittel unserer Zeit. Doch die Sicherheit von E-Mails lässt zu wünschen übrig. Als E-Mail-Nutzer kann man sich nicht sicher sein, ob jemand die Nachricht mitliest oder ob die Nachrichten auch unverändert beim Empfänger ankommen. Und hier kommt die Software von Tutanota ins Spiel. Mit ihr können Sie Ihre E-Mails sicher verschlüsseln. Wie das geht, erklärt Ihnen heute Hanna Bosakow. Guten Morgen, Hanna, nach Irland. Guten Sie Morgen, hallo. wird einen Teil der Funktionen von Tutanota heute auch in einer Live-Demonstration zeigen. Die Präsentation, die Sie am Anfang sehen, kriegen Sie wie immer am Ende per Download-Link zugeschickt. Und Sie können uns während des Webinars über die Chat-Funktion auf Ihrem Bedienpanel Fragen stellen. Die werden wir dann am Ende des Webinars an Hanna weiterleiten. Das wäre es jetzt von meiner Seite. Ich übergebe an Hanna und wünsche spannende 60 Minuten. Ja, hallo, guten Morgen. Dann lege ich direkt los. Bei uns geht es um sicher mailen mit Tutanota. Und Tutanota, das ist der verschlüsselte E-Mail-Service, der den Datenschutz mit einfacher Bedienbarkeit verbindet. Denn wir wollen, dass es nicht nur sicher ist, sondern dass es auch genauso einfach wie jedes andere E-Mail-System auch funktioniert. Hier kurz die Übersicht, die ich heute zeigen werde, und zwar erkläre ich erst kurz, warum brauche ich Verschlüsselung? Was ist das sicher mailen mit Tutanota? Dann stelle ich uns kurz vor, Tutanota als E-Mail-Provider, und dann erkläre ich erst theoretisch, wie funktioniert Tutanota, und dann kommt das Wichtigste eigentlich von dem ganzen Webinar hier, nämlich die Live-Demo, wo ich Ihnen dann direkt zeige, wie Tutanota funktioniert. Danach erkläre ich noch kurz, was die Vorteile von Tutanota sind, vor allem auch im Vergleich zum eigenen Mail-Server und was Tutanota sonst noch so bietet und wie Sie es benutzen können. So, dann fange ich direkt mal an. Warum brauche ich Verschlüsselung? Also Verschlüsselung garantiert halt einfach die Datenhoheit. Es ist ja so, wenn Sie Daten irgendwo unverschlüsselt speichern, dann können da auch andere ran. Das ist bei Tutanota anders. Da ist alles verschlüsselt und nur Sie besitzen diese Daten. Durch die Verschlüsselung ist dann auch der Datenschutz gesichert. Das heißt, Tutanota ist dadurch auch DSGVO-konform. Und Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mails, die sind vor allem dann ein Muss, wenn es um schützenswerte Daten geht, also gesundheitsbezogene Daten, personenbezogene Daten, vertrauliche Dokumente. Sie können eigentlich sagen, alles, was ich morgen nicht in der Zeitung lesen will, da sollte man die E-Mail Ende zu Ende verschlüsseln. Und dann gibt es natürlich auch noch Organisationen, die einen besonderen Bedarf haben, ihre E-Mails zu schützen, zum Beispiel im Bereich der Flüchtlingshilfe, der Antikorruption und der Menschenrechte, ganz einfach, weil dort eben auch Angriffe wahrscheinlicher sind. Und sicher mailen mit Tutanota ist deshalb so wichtig, denn E-Mails sind sehr leicht zu überwachen und abzufangen. Die normale Übertragungsverschlüsselung TLS, die genügt eben nicht, um Vertraulichkeit zu gewährleisten. Im Prinzip sind E-Mails wie Postkarten, außer man verschlüsselt sie Ende zu Ende. Deshalb Tutanota, das steht lateinisch für die sichere Nachricht. Und Tutanota hat sich zum Ziel gesetzt, das Briefgeheimnis für E-Mails wieder zu etablieren. Also es funktioniert genauso einfach wie eine normale E-Mail, aber ist sicher Ende zu Ende verschlüsselt, sodass Sie absolut vertraulich kommunizieren können. Und Tutanota als E-Mail-Provider. Wir sind 2011 gestartet. Inzwischen haben wir schon Millionen Nutzer weltweit. Einfach weil immer mehr Menschen, auch Privatleute, erkennen, dass es halt nicht schön ist, wenn Google oder GMX oder so alle meine Daten haben und deshalb zu sicheren Alternativen wechseln. Denn Tutanota stellt eben den Datenschutz in den Vordergrund. Dadurch wird erstmals die Cloud als E-Mail-Provider nutzbar. Denn Sie können bei Tutanota eben sicher sein, dass die Daten in der Cloud trotzdem sicher sind. Die Vorteile von der Cloud sind da dann halt einfach die ständige Verfügbarkeit, den sehr schnellen Zugang. Sie können auf Tutanota über einen Webclient und auch über Android- und iOS-Apps zugreifen. Tutanota macht den Backup für Sie automatisch. Und die Cloud habe ich in Anführungsstriche gesetzt, denn bei uns sind
alle Daten Ende zu Ende verschlüsselt auf unseren eigenen Servern in Deutschland gespeichert. Das heißt, die Cloud in dem Fall ist nicht irgendwo auf den Seychellen oder so, sondern die Daten sind sicher hier in Deutschland. Und durch die Verschlüsselung behalten eben Sie die alleinige Datenhoheit. Niemand sonst, nicht einmal wir, können diese E-Mails lesen. Wie funktioniert Tutanota? Das erkläre ich jetzt kurz theoretisch, aber dann möchte ich direkt in die Live-Demo einsteigen, weil das einfach viel interessanter ist und viel spannender. Tutanota bietet eben, wie gesagt, einen Web-Client an, also über den Browser, und auch eine eigene App für Android oder für iOS. Und bald werden wir auch noch Desktop-Clients publizieren für Linux, macOS und Windows. Also wenn Sie lieber auf dem Desktop-Client arbeiten und nicht im Browser, dann ist das bald auch möglich. Und bei Tutanota werden die E-Mails ganz normal versandt. Die Verschlüsselung geschieht komplett im Hintergrund. Dabei werden der Betreff, der Inhalt und die Anhänger automatisch verschlüsselt. Und wenn Sie zwischen Tutanota-Nutzern, also zwischen Ihren eigenen Mitarbeitern zum Beispiel, hin und her mailen, wird alles automatisch verschlüsselt. Da können Sie auch gar nichts gegen machen, das ist einfach so. Und wenn Sie E-Mails an Externe verschicken, dann können Sie das mit einem Passwort verschlüsseln. Und außerdem bietet Tutanota auch noch eine sehr innovative Volltextsuche, sodass Sie auch Ihre Mailbox durchsuchen können. Das ist deshalb innovativ, weil man verschlüsselte Daten halt nicht auf dem Server durchsuchen kann, sondern die müssen bei Ihnen lokal durchsucht werden. Und da, ich zeige gleich, wie das funktioniert. Das System dahinter ist sehr kompliziert, aber für Sie als Anwender ist es ganz einfach zu nutzen. Und das ist ja eben auch das Schöne bei Tutanota, dass Sie Sicherheit bekommen, die Sie aber auch bedienen können. Jetzt zeige ich kurz theoretisch, wie so eine Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mail aussieht. Sie sehen links die Alice, die verschlüsselt auf Ihrem Gerät, auf Ihrem Handy die E-Mail, und diese wird dann verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt, an den Server geschickt. Dort wird sie verschlüsselt abgelegt und auch verschlüsselt weitergeschickt zu Bob. Und erst der auf seinem Gerät kann die Nachricht entschlüsseln. Das heißt, niemand, der zwischendurch irgendwie an diese E-Mail rankommt, kann lesen, was da drin steht. Denn nur Alice und Bob haben den jeweiligen Schlüssel, um das lesen zu können. Anders sieht es aus bei einer normalen E-Mail. Die wird eben nur mit der Transportverschlüsselung verschickt, sodass sie theoretisch zwischen Alice und dem Tutanota-Server abgefangen werden kann, und auch dann wieder zwischen dem Tutanota-Server und Bobs Gerät kann sie theoretisch auch wieder abgefangen werden. Deshalb sollte man in nicht verschlüsselte E-Mails halt auch nur Sachen reinschreiben, die im Prinzip jeder lesen kann. Auf dem Server selber wird die Nachricht aber auch wieder verschlüsselt. Also da, wo sie abgelegt ist, kann wieder niemand an die Nachricht ran, auch wir von Tutanota nicht, so dass halt alle Daten sicher gespeichert werden. So, jetzt nehme ich kurz einen Schluck Wasser und gehe dann in die Live-Demo über. Dazu muss ich hier kurz umstellen. Und Sie sehen jetzt hier Tutanota in der Anwendung. Da können Sie hier, das ist die Anmeldemaske, wo Sie sich anmelden. Je nachdem, welche Sprache Ihr Browser hat, wechselt hier die Sprache. Also ich habe normalerweise Englisch, aber jetzt habe ich natürlich Deutsch genommen. Und wenn Sie hier auf Mehr klicken, können Sie noch verschiedene Optionen wählen. Zum Beispiel haben wir auch ein Dark Theme, so nennen wir das. Das nehme ich jetzt nicht, ist aber ganz nett auf dem Smartphone, weil es einfach auch Batterie spart. So, und ich habe mir jetzt hier einen Demonstrations-Account angelegt. Das ist die Alice. Man meldet sich wie gewohnt an mit E-Mail-Adresse und Passwort. Man kann das Passwort speichern, dann braucht man es beim nächsten Mal im Browser nicht wieder eingeben. Und dann wird man eingeloggt. Und hier ist jetzt meine Mailbox. Da habe ich die E-Mails. Hier sind die Systemordner, die sind schon voreingestellt. Und hier kann ich noch weitere Ordner hinzufügen. Zum Beispiel nehme ich jetzt einen Ordner Stifter helfen. Und wenn Tina mir jetzt eine Nachricht schickt, dann könnte ich die dorthin verschieben, wenn die kommt. Oder man kann auch beim Posteingang direkt Regeln anlegen, sodass alle E-Mails von Tina direkt hier in diesen Ordner gehen.
Da greife ich jetzt aber vor. Ich gehe jetzt erstmal zu den Einstellungen. Das hier ist nämlich ein Administrationsaccount und Sie sind ja, wenn Sie jetzt zu Tutanota wechseln, wahrscheinlich die Administratoren, mit denen ich hier spreche. Und wenn Sie hier auf die Einstellungen gehen, dann haben Sie hier erstmal Ihren eigenen Account, wo Sie verschiedene Dinge einstellen können. Hier ist nochmal die E-Mail-Adresse, hier können Sie Ihr Passwort ändern. Jeder Account hat einen Wiederherstellungscode. Das ist deshalb wichtig, weil wir von Tutanota, wir können die Passwörter nicht zurücksetzen. Das heißt, vor allem von Ihrem Administrationsaccount sollten Sie sich diesen Wiederherstellungscode aufschreiben, damit, falls Sie doch mal das Passwort verlieren, Sie den Account zurücksetzen können und wieder Zugang dazu haben. Es ist aber so, dass Administratoren Passwörter zurücksetzen können. Also wenn Sie sich in Ihrer Organisation mindestens zwei Administratoren einrichten, dann können Sie sich auch gegenseitig die Passwörter zurücksetzen. Also das ist auch eine Sicherheitsmaßnahme, wie Sie sicherstellen, dass Sie auf jeden Fall immer Zugriff behalten. Und ja, das habe ich jetzt so ausführlich erklärt, weil es eben so wichtig ist. Weil Sie wollen ja nicht, dass Sie irgendwann keinen Zugriff mehr haben auf Ihren Account. Sie können hier einen zweiten Faktor hinzufügen, entweder TOTP oder auch YubiKey. Sehe ich jetzt gerade nicht in der Auswahl. Sollte aber funktionieren. Also Sie können hier einen zweiten Faktor hinzufügen, einfach damit das Login gesichert ist, damit niemand sich in Ihren Account reinhacken kann. Das ist sehr zu empfehlen, auch als Sicherheitsmaßnahme. Hier haben Sie die Übersicht von Ihrer E-Mail, also Ihre E-Mail-Adresse. Hier ist Ihr Absendername, den kann man auch ändern. Zum Beispiel noch einen Nachnamen hinzufügen. Und Sie können eine Signatur wählen. Da gibt es die Standardsignatur von Tutanota. Oder Sie können eine eigene machen. Oder Sie können auch sagen, ich will gar keine Signatur haben. Und dann wird das bei der nächsten E-Mail so übernommen. Hier ist noch ein Punkt, den gibt es bei anderen Services nicht, weil wir ja die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingebaut haben. Das ist die Standardübertragung. Die soll entweder vertraulich sein oder nicht vertraulich. Das können Sie hier ändern. Wenn Sie sehr oft sehr sensible Daten verschicken, würde ich sagen, standardmäßig auf jeden Fall vertraulich. Wenn Sie sagen, mir ist es wichtiger, dass alles auf dem Server verschlüsselt sein soll, aber die meisten von meinen E-Mails verschicke ich ganz normal, weil das nicht so sensible Daten sind, dann können Sie auch als Standardübertragung nicht vertraulich angeben. Das können Sie sich selbst aussuchen. Und das kann man auch bei der jeweiligen E-Mail wieder umstellen. Also ist eigentlich egal, was hier steht, das ist dann nur die standardmäßige Einstellung. Aber wenn ich gleich dann auch E-Mails verschicke, zeige ich Ihnen, wie Sie es auch in der E-Mail einstellen können. Und auch noch ein ganz nettes Ding ist hier Kontakte erstellen aktiviert. Das lasse ich so, denn jedes Mal, wenn Sie eine E-Mail verschicken, wird automatisch die E-Mail-Adresse in Ihren Kontakten abgelegt, sodass Sie halt alle E-Mail-Adressen automatisch behalten. Sie können Aliase hinzufügen zu Ihrem Account. Also es das heißt einfach weitere E-Mail-Adressen. Da kann ich mir jetzt einfach mal einen ausdenken. Wie soll denn? Da kann man sich hier hinten die Domain aussuchen. Ich bleibe jetzt mal bei tutanota.de und nehme Alice Home. Und dann habe ich eine weitere Adresse hinzugefügt. Da kann man sich ausdenken, was man möchte. Man kann entweder eine E-Mail-Adresse von Tutanota nehmen oder eben von der eigenen Domain. Das zeige ich gleich noch, wie das mit der eigenen Domain funktioniert. Das ist ja für Sie besonders wichtig. Und das können Sie für sich selber machen, aber auch für alle Ihre Nutzer. Da gehen wir jetzt auch direkt in die globalen Einstellungen, weil ich ja von der eigenen Domain erzählt habe. Hier kann man nämlich die eigene Domain hinzufügen. Das ist ja wichtig, weil ich lösche die jetzt erstmal, damit ich zeigen kann, wie ich sie hinzufüge. Das ist nämlich unsere eigene Domain zum Zeigen. Das ist ja wichtig für Sie, weil Sie wollen ja Tutanota wahrscheinlich nicht mit den Tutanota-Adressen benutzen, sondern mit
Ihrem eigenen Domainnamen. Hier ist erklärt direkt auch, geht es zu unseren FAQ, wo erklärt ist, wie ich jetzt die Domain hinzufüge. Da muss man einfach bei dem Domain-Provider die MX-Daten ändern. Hier steht genau, was man eingeben muss, damit dann eben alle E-Mails auf den Tutanota-Server geleitet werden. Und dann kann man, wenn das erledigt ist, hier seine Domain hinzufügen. Das war ja nothingtohide.info. Die füge ich da jetzt hinzu. Und dann kann man sich noch aussuchen, ob man ein Catch-all-Postfach haben möchte. Das heißt, wenn sich jemand, der Ihnen eine E-Mail schickt, vertippt, kommt die E-Mail entweder nicht an oder Sie haben hier ein Catch-all-Postfach hinzugefügt. Da kann man sich auch aussuchen, wer das sein soll. Ich nehme jetzt hier die alles, weil ich in dem Account auch gerade drin bin. Die soll alle E-Mails bekommen, wenn sich jemand vertippt. Also wenn Sie jetzt an bob@nothingtohide.info eine E-Mail schicken und Bob gibt es gar nicht, dann kriegt trotzdem Alice diese Nachricht automatisch. So, und weil ich jetzt schon von Nutzern gesprochen habe, nämlich diesem Bob, gehe ich jetzt direkt in die Benutzerverwaltung. Hier können Sie alle Ihre Nutzer anlegen, die Sie gerne haben möchten. Da können Sie auch Ihren eigenen Nutzer wieder verwalten. Hier sehen Sie, dass dieser Nutzer globaler der Admin ist. Das können Sie hier einstellen. Ja, nein, die alles soll Admin bleiben, also lasse ich es auf Ja. Und hier können Sie auch das Passwort ändern. Genau. Hier habe ich noch weitere Nutzer schon mal angelegt. Und das will ich jetzt auch nochmal machen, einfach um Ihnen zu zeigen, wie das geht. Da klickt man hier auf dieses Plus-Symbol und dann geht ein Fenster auf und ich kann einen Nutzer anlegen. Da nehme ich jetzt mal mich selber. Ich nenne mich jetzt mal Hanna Schmidt und nehme als Adresse hanna.schmidt@nothingtohide.info. Dann gebe ich für diesen Nutzer noch ein Passwort an und dann ist der neue Nutzer schon fertig. Der wird hier angelegt. Das geht auch über einen Import, also über einen CSV-Import. Dann muss man nicht jeden einzeln eintippen, wenn man jetzt ganz viele Mitarbeiter hat. Und jetzt habe ich hier einen neuen Nutzer angelegt, die Hanna Schmidt. Ich kopiere mir mal hier die E-Mail-Adresse, weil ich mich jetzt damit mal einloggen werde, damit Sie auch sehen, wie dann Ihre Mitarbeiter die Mailbox sehen. Da gehe ich hier, habe ich was vorbereitet, nehme schon wieder eine Anmeldemaske und da gebe ich jetzt die Daten von meinem neuen Nutzer an, der bis eben gar nicht existiert hat. Und da ist schon die Mailbox von der Hanna Schmidt. Sie sehen hier wieder die Systemordner. Eigene Ordner gibt es noch nicht, weil das ja ein ganz neuer Account ist. Kontakte gibt es auch noch nicht. Kontakte kann man aber auch, wo ich jetzt hier gerade drin bin, über vCard importieren. Also dass Sie halt, wenn Sie jetzt vorher Outlook genutzt haben oder so, können Sie dort alle Ihre Kontakte exportieren und dann hier in Tutanota importieren, sodass Sie die halt nicht alle einzeln eingeben müssen. Und das ist auch bei Tutanota ein richtiges Adressbuch, das auch verschlüsselt ist. Also nicht nur Name und E-Mail-Adresse, sondern man kann wirklich alles angeben, was man gerne möchte. Telefon, soziale Netzwerke, Geburtstag. Man kann im Prinzip seine ganzen Kontakte auch in Tutanota pflegen. Und dann ist eben auch dieses Kontaktebuch sicher verschlüsselt und von überall erreichbar. Die Einstellung bei Hanna. Hanna ist ja jetzt nur ein Nutzer und kein Admin. Ist viel einfacher. Da gibt es nur die ersten beiden Punkte, nämlich die Anmeldung mit dem Passwort. Die Hanna hat auch einen Wiederherstellungscode. Das ist aber jetzt gar nicht so wichtig, weil Sie als alles, als Admin, können dieses Passwort von Hanna jederzeit ändern und zurücksetzen. Also ist das in Ihrem Fall nicht so wichtig, aber das hat einfach jeder Account zur Sicherheit. Und sie hat auch die E-Mail-Übersicht, wo sie aussuchen kann,
standardmäßig vertraulich oder nicht vertraulich, standardmäßig Kontakte erstellen und so weiter und so fort. Da gibt es sehr, sehr viel. Da möchte ich jetzt nicht alles erklären, denn das Wichtigste, was ich jetzt erklären möchte, ist, wie schicke ich denn nun so eine E-Mail? Und dazu geht man halt in den Bereich E-Mails und klickt hier unten auf den Stift. Und jetzt schreibe ich erstmal der Alice, drucktanota.de, und bedanke mich für die Accounterstellung. So. Da ist jetzt alles fertig und ich kann abschicken und die Nachricht wird verschlüsselt und verschickt. Ich bekomme ein Pop-up vom Browser. Ich kann dieses Pop-up ausstellen, Disable Notifications, wenn ich das nicht möchte. Und wenn ich da draufklicke, dann springt das hier direkt rüber in den Posteingang von Alice, weil ich bin ja jetzt mit beiden hier angemeldet. Und springe ich direkt zu dieser E-Mail. Hier an diesem kleinen Symbol sehe ich, die Nachricht ist Ende zu Ende verschlüsselt. Wir haben gesehen, Hanna musste nichts dafür machen, weil das waren ja zwei interne Nutzer. Es geht einfach automatisch. Und ich kann die E-Mail weiterleiten. Das will ich gar nicht. Ich will jetzt mal antworten. Und nur antworten wäre ja zu langweilig, deshalb mache ich jetzt noch einen Anhang dran. Hier habe ich einfach so ein paar Screenshots von Tutanota. Und das mit den Anhängen geht halt einfach über Drag and Drop. Zack, schon ist es da. Noch einen, wenn ich möchte. Bis 25 Megabyte kann man so die Anhänge mit dranhängen. Diese werden auch mit verschlüsselt. Ich kann auch hier über dieses Symbol gehen und die Dateien suchen. Ich persönlich mache es immer über Drag and Drop, weil das halt am schnellsten geht. So, jetzt schicke ich das ab. Die Nachricht wird wieder verschlüsselt und versendet. Und ich kriege wieder den Pop-up vom anderen Fenster von Hanna. Und da ist dann die E-Mail jetzt drin. Und die Anhänge, die kann ich über Klicken einfach runterladen. Und ja, das war's schon mal intern. Alles automatisch verschlüsselt. Man muss sich um nichts kümmern. Und auch extern, wenn jemand sich kostenlos bei Tutanota registriert, geht das ganz genauso einfach. Das finde ich auch privat sehr schön. Also bei mir ist inzwischen die ganze Familie bei Tutanota. Da kann man sich dann sogar, ja, Kreditkartennummern oder was auch immer hin und her schicken, wenn man das möchte und kann sich halt sicher sein, da passiert nichts. Es kann keiner sehen, es kann keiner lesen. Außer die, die es lesen sollen natürlich. Jetzt habe ich schon wieder geklickt, nämlich auf den kleinen runden Knopf hier mit dem Stift und jetzt wollte ich noch zeigen, wie man denn nach extern schickt. Da habe ich auch eine Alice, aber bei Gmail gab es nicht nur Alice als Adresse. Ich habe ja auch diesen Alice-Account, den habe ich schon vor vier Jahren angelegt, als Tutanota gerade erst gestartet ist. So schöne E-Mail-Adressen gibt es leider auch bei uns nicht mehr. Aber es ist halt für Demonstrationszwecken sehr cool. Und jetzt schreibe ich der Alice bei Gmail. Und ich frage jetzt mal ganz blöd, ist das verschlüsselt? Sehe ich hier an diesem Schloss. Das Schloss ist rot, dann ist es verschlüsselt. Ich hatte ja standardmäßig vertraulich eingegeben. Deshalb ist die neue E-Mail, die ich aufmache, automatisch verschlüsselt. Ich kann hier einmal draufklicken, dann ist es nicht verschlüsselt. Ja, dann schicke ich das mal ab zu Gmail. Das ist jetzt eine normale E-Mail gewesen. Jetzt gehe ich hier gerade rüber in die Inbox von der Alice. Jetzt habe ich hoffentlich keinen Tippfehler gemacht, dass die auch angekommen ist. Nee, es sieht gut aus. Das dauert halt manchmal einfach einen Augenblick, bis die E-Mail da ist. Und da ist jetzt die E-Mail von Hanna Schmidt at nothingtohide.info. Ist das verschlüsselt? Ich sehe die E-Mail in Gmail. Nein.
Das war nicht verschlüsselt. So, jetzt muss ich gucken, wie ich bei Gmail abschicke. Hier mache ich das nicht so oft. Ach ja, mein Knopf war versteckt von dem Webinarsystem. Jetzt schicke ich das zurück. Und eigentlich müsste ja jetzt auch gleich wieder der Pop-up kommen. Also warte ich einfach mal ganz kurz, bevor ich zu der Hanna zurückgehe. Da ist es. Dann klicke ich drauf und der springt auch wieder direkt zu der Nachricht, obwohl ich ja eben in dem Gesendet-Ordner war, springt er direkt zu der neuen Nachricht und sagt, nein, das war nicht verschlüsselt. Und dann probieren wir es eben nochmal. Und jetzt ist es, weil es eine Antwort ist auf eine unverschlüsselte Nachricht, ist das jetzt auch unverschlüsselt. Ich muss also hier auf dieses Symbol klicken und sage jetzt aber. Und hier, das ist auch so ein Zeichen, wie man dann sicher sein kann, dass es verschlüsselt ist oder nicht, muss ich ein Passwort für Alice angeben. Da gebe ich jetzt mal sicher doch ein. Das soll, hier wird angezeigt, ob das sicher genug ist. Also nur Buchstaben sind nicht so sicher. Wenn man dann noch irgendwie ein Zeichen dazu setzt, wird es schon besser. Und es ist einfach so eine Prüfung, damit es auch sicher ist. Man kann das auch abschicken, wenn es nicht hier ganz, der Balken nicht ganz grau ist. Und jetzt kann ich das Ganze einfach abschicken. Und dann wird die Nachricht wieder verschlüsselt und gesendet. Das zeigt mir das System auch. Dabei ist wichtig, dass man dieses Passwort getrennt übergibt. Also zum Beispiel, dass man die alles kurz anruft oder eine SMS schickt oder so, dass man dieses Passwort auf einem anderen Weg austauscht, denn sonst kann sie die Nachricht nicht entschlüsseln. Jetzt habe ich eben so eine verschlüsselte Nachricht an extern geschickt, nämlich an die alles bei Gmail, und sie bekommt jetzt nur eine Benachrichtigungs-E-Mail. Da steht drin, guten Tag, ich habe gerade eine vertrauliche Nachricht mit Tutanota gesendet. Tutanota verschlüsselt E-Mails automatisch Ende zu Ende inklusive Anhänger. Der folgende Link führt zur verschlüsselten Mailbox, von der aus auch verschlüsselt geantwortet werden kann. Diese E-Mail wurde für die Übermittlung des Links automatisch erzeugt. Der Link bleibt gültig, bis ich eine neue vertrauliche E-Mail sende. Also Ihre externen Kontakte müssen immer über die neueste E-Mail gehen. Die alten Links werden automatisch deaktiviert. Das hat auch Sicherheitsgründe, denn diese Links, die können ja theoretisch wieder abgefangen werden, weil das war jetzt eine unverschlüsselte E-Mail. Aber da Sie eben diese zwei Faktoren sozusagen haben, diesen Link und dann noch das Passwort, was Sie auf einem anderen Weg übertragen, kann da eigentlich niemand ran. Wenn ich jetzt auf diesen Link klicke, komme ich automatisch zu einer ganz simplen Anmeldemaske von Tutanota, denn die Alice hat ja keinen eigenen E-Mail-Account hier. Die gibt nur dieses Passwort ein, was ich eben festgelegt habe beim E-Mail-Versenden. Die kann auch wieder hier das Passwort speichern, sodass sie dann beim nächsten Mal, wenn sie das nächste Mal auf diesen Link klickt, direkt eingeloggt wird und nicht das Passwort eingeben muss. Und dann kann sie ihre Mailbox entschlüsseln. Und da ist jetzt die E-Mail von Hanna Schmidt und die ist jetzt auch sicher verschlüsselt. Und wenn die Alice jetzt verschlüsselt antworten will, dann muss sie das auch hier aus dieser Tutanota-Maske tun. Super, hat geklappt und sie verschickt das jetzt auch verschlüsselt. Da ist es auch schon. Intern geht es noch viel schneller. Und da ist direkt die Nachricht schon offen. Ich muss noch mal ganz schnell was trinken. Ich hoffe, man hört es nicht so doll, aber ich bin leicht erkältet. Aber wollte den Termin heute natürlich trotzdem auf jeden Fall wahrnehmen. Ja, und das war es jetzt auch schon. So einfach geht das. Sie können hier jederzeit das Passwort nachgucken, indem Sie einfach eine neue E-Mail an die Alice schreiben. Und da einmal klicken. Falls die Alice sagt, oh, ich habe mein Passwort vergessen, wie war das nochmal, können Sie das hier jemals jederzeit nachgucken. Sie können das auch bei Ihren Kontakten nachgucken. Hier. Indem Sie hier
auf Bearbeiten klicken. Das war im alten Client anders. Im alten Client konnte man das auch bei den Kontakten nachgucken. Jetzt bin ich natürlich aufgefahren. Wir hatten bis vor einer Woche noch einen alten Client benutzt. Jetzt sind wir gerade hier mit dem ganz neuen. Der ist wesentlich schicker und wesentlich schneller. Und da kann man das nicht mehr in den Kontakten nachgucken. Aber man kann dann darauf klicken, dass man eine neue E-Mail schreiben will an denjenigen Kontakt. Und dann hat man hier auch wieder das Passwort für den externen Empfänger. So. Ja, und ich bin selbst total davon überzeugt, einfach weil es so einfach geht. Ich verschicke bestimmt die Hälfte meiner E-Mails, sind inzwischen verschlüsselt. Einfach, wenn man da genug Leute dazu bringt, das System mit zu benutzen, dann ist halt einfach alles automatisch verschlüsselt. Dann kommt man gar nicht mehr drum rum. Und das ist halt echt cool. Da ist nochmal die externe Mailbox. Die kann sich hier dann ausloggen, die alles. Oder sie kann es einfach zumachen. Dann ist sie auch ausgeloggt. Was noch wichtig ist, ist, dass man der Alice sagt, dass sie nicht auf diese vertrauliche Nachricht antworten soll, wenn es vertraulich sein soll. Denn wenn sie jetzt hierauf antwortet, wenn sie bei dieser E-Mail auf Antworten klickt, hier ist das, dann ist das natürlich eine ganz normale Gmail-E-Mail, die auch auf den Gmail-Servern liegt. Also hier darf sie nicht draufklicken. Wenn sie über den Link geht, dann sieht Gmail überhaupt nichts von der Kommunikation, weil die haben ja nur diese Benachrichtigungs-E-Mail bekommen. Und dann ist halt alles sicher. Ja, das war, wie man eine E-Mail schickt. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu dem zu der Alice selbst. Zu der Alice, die ich hätte vielleicht getrennte Namen nehmen sollen für diese beiden Mailboxen. Für die Alice, die der Admin ist. Und zeige nochmal die Einstellungen. Denn hier sind noch ganz viele schöne Dinge, die man machen kann. Zum Beispiel White Label. Das möchte ich jetzt nur kurz anreißen, weil das sonst hier den Rahmen sprengen würden. Sie können Ihre eigene Domain, das ist jetzt hier nicht kostenlos eingerichtet. Sie können Ihre eigene Domain als White-Label-Domain definieren. Wenn Sie das möchten, sagen Sie uns einfach Bescheid. Soweit ich weiß, ist das in dem Stifter-Helfen-Paket nicht automatisch mit drin. Das können wir Ihnen aber einfach freischalten. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann können Sie halt bei Ihrer eigenen Domain-Mailbox ein eigenes Logo einfügen, eigene Farben einfügen. Das dann hier steht dann nicht mehr Tuta Nota, sondern hier steht dann Ihr Vereinsname und Ihr Logo. Sie können den Login über Ihre eigene Webseite laufen lassen, dass Ihre Mitarbeiter sich gar nicht bei Tuta Nota einloggen müssen, sondern halt auf Ihrer eigenen Homepage. Das ist alles in diesem White-Label-Funktion mit drin. Es gibt noch die Option Kontaktformulare auf der eigenen Website einzubauen. Die werden auch hier unten über dieses Plus-Symbol, neue Sachen werden immer hier unten erstellt. Dazu muss man zuerst White Label machen, bevor man ein Kontaktformular machen kann. Und dann kann man auf seiner Webseite ein verschlüsseltes Kontaktformular platzieren, sodass auch Externe verschlüsselt mit einem in Kontakt treten kann. Ja, soweit zu den ganzen Einstellungen. Wir haben ein sehr ausführliches How-to auf der Webseite. Falls Sie mal irgendwas nicht wissen, nicht finden, können Sie hier eigentlich alles nachschauen, wie das funktioniert und wie Sie einzelne Dinge einrichten können. Wenn Sie, ja, jetzt wollte ich nochmal unsere Suche zeigen, weil ich hatte ja am Anfang gesagt, dass Suchen auf verschlüsselten Daten so schwierig ist. Wir haben hier ein ganz normales Suchfenster, wie in jeder anderen Mailbox, wie sie das da auch gewohnt ist. Sie können hier nach E-Mails suchen, Sie können nach Kontakten suchen und Sie können in Ihren Einstellungen in der Benutzerverwaltung nach Benutzern suchen. Also wenn jetzt der Herr Meier sagt, ich habe mein Passwort verloren, ich muss mein Passwort zurücksetzen lassen, dann kann der Administrator hier nach Herr Meier suchen. Den gibt es jetzt nicht, deshalb findet er niemanden.
Aber wenn es den gäbe und diese Liste hier wäre sehr lang, dann würde er den finden. Und jetzt zeige ich mal, wie diese Suche hier funktioniert. Und zwar gebe ich jetzt hier meinen Suchbegriff ein, nenne ich einfach mal Search. Da kommt hier eine Auswahl. Da kann ich entweder die E-Mail direkt auswählen, aber oder auf Mehr Anzeigen klicken. Wenn nichts kommt, dann kann man auch einfach auf Enter klicken. Dann kommt man in die Suchmaske. Ja, also indem man einen Suchbegriff eingibt und dann auf Enter klickt, kommt man in die Suchmaske und kann hier die Suche weiter einschränken. Aber als erstes möchte ich zeigen, eben hier, ich habe nach Search gesucht und er hat hier im E-Mail-Text den Begriff Search gefunden. Das ist eben sehr, sehr gut, weil die Daten auf dem Server sind verschlüsselt. Wir durchsuchen die nicht auf dem Server, sondern es wird lokal auf Ihrem Gerät ein Suchindex erstellt. Der wird auch dort verschlüsselt gespeichert und wird lokal auf Ihrem Gerät durchsucht, sodass wir weder was von der Suche mitbekommen, noch, noch von den Daten halt. Also es sind wirklich alles komplett Ihre Daten. Sie können hier in dieser Suchmaske das weiter einschränken. Wann will ich suchen? Wann habe ich diese E-Mail ungefähr bekommen? Vor allem auch, wenn hier die Liste sehr, sehr lang ist, dann ist das wichtig. Sie können sagen, wo soll das stehen? Soll das nur im Betreff stehen? Dann sehen Sie hier, nur der Betreff wird ausgewählt. Oder soll das nur im Text selber stehen, meine Suche? Oder suche ich nach einer bestimmten Person, die das geschickt hat oder an den ich das geschickt habe oder einen Anhangnamen? Das können Sie alles hier auswählen. Und dann können Sie auch noch sagen, wenn Sie noch wissen, in welchem Ordner habe ich das denn gespeichert, können Sie das auch noch angeben und so die Suche immer weiter einschränken, damit Sie dann auch genau das finden, was Sie brauchen. Weshalb ich so begeistert bin von der Suche, ist, weil wir die bis vor ein paar Monaten nicht hatten. Und es ist halt extrem schwer, wenn man so eine riesig lange Mailbox hat, seit 4 Jahren, und man kann nicht darin suchen. Also Sie kennen das ja, man muss einfach seine E-Mails durchsuchen können. Und deshalb ja, bin ich davon so begeistert, weil ich das jetzt kann. Und weil das eben auch richtig gut funktioniert. Was man dabei wissen muss, ist, dass für diesen Suchindex, da wird ein bisschen lokaler Speicher für gebraucht. Aber man kann den auch wieder löschen, den Suchindex im Browser, wenn man sagt, das verbraucht mir jetzt doch zu viel Speicher. Allerdings ist das für heutige Rechner zu vernachlässigen. Also da muss man, wenn dann auf mobilen Geräten vielleicht gucken, aber das ist halt auch gut. Man kann es sogar auf dem Handy durchsuchen, wenn man es mal unbedingt braucht. Auf mobilen Geräten muss man dann halt vielleicht gucken, ob das einem zu viel Speicher verbraucht und dann löscht man halt den Suchindex wieder. Das muss man dann in den Einstellungen machen. Deshalb kann ich das jetzt hier nicht demonstrieren. Ja, und dann bin ich mit meiner Live-Demo auch schon fertig. Wobei eine Sache will ich noch zeigen, weil die auch so schön ist. Wenn Sie, egal in welchem Fenster Sie gerade sind, dann können Sie immer F1 drücken. Und wenn Sie F1 drücken, werden Ihnen alle Shortcuts angezeigt, die Tutanota so zu bieten hat. Also zum Beispiel kann man zwischen den E-Mails hin und her springen, indem man einfach, wo habe ich das? Ja, also es gibt halt ganz viele verschiedene Shortcuts, zum Beispiel über N, Steuerung N, kann man eine neue E-Mail erstellen oder R für Reply, Antworten. Und wenn man sehr, sehr viel mit E-Mails arbeitet und das sehr viel braucht, dann sind diese Shortcuts schon sehr praktisch. Und egal, ich mache jetzt mal mit einem Shortcut eine neue E-Mail auf. Und habe es natürlich direkt falsch gemacht. Das ist immer das Risiko bei Shortcuts. Also an meinem Rechner muss ich Fn plus N drücken, so wie ich auch Fn plus F1 drücken muss, um die Shortcuts anzuzeigen. Das steht aber auch als erster Punkt in unserem How-To drin, wie die Shortcuts funktionieren. Im How-To suche ich immer über Steuerung F, weil ich dann halt schneller etwas finde. Und dann eben Fn muss man drücken oder F1 muss man drücken oder Fn plus F1, um zu diesen Shortcuts zu kommen. Und wenn ich jetzt eine neue E-Mail habe, kann ich mir dort auch die Shortcuts anzeigen lassen. Und dann kann man halt auch
weil Studanota hat keine Buttons, um Text zu formatieren. Aber über Shortcuts kann ich halt zum Beispiel Text fett machen oder kursiv setzen oder unterstreichen. Und das ist halt ganz schön. Ich kann das zwischenspeichern, also als Draft, wobei das System auch automatisch macht. Aber wenn ich ganz sicher gehen will, dass die E-Mail wirklich gespeichert wird, weil ich zum Beispiel Angst habe, dass gleich der Computer abstürzt, dann kann ich hier über Control oder Steuerung plus S einfach die E-Mail schnell im Entwürfe-Ordner speichern. Das ist halt auch sehr schick, wenn man sehr viel mit E-Mails arbeitet. Deshalb wollte ich das noch kurz zeigen. Und jetzt gehe ich zurück zu meiner Präsentation, weil wir wollen ja auch noch ein bisschen Zeit für Ihre Fragen haben. Und wollte noch kurz erklären, was die Vorteile von Tutanota sind im Vergleich zum eigenen Mail-Server. Also ich habe es ja jetzt schon ganz oft erwähnt, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die garantiert maximalen Schutz Ihrer Daten. So ermöglicht Tutanota eben das sichere Speichern in der Cloud, also auf unseren eigenen Servern in Deutschland. Und Sie als Tutanota-Nutzer sparen dadurch vor allem Zeit und Aufwand. Also Sie müssen keinen eigenen Mail-Server mehr betreiben. Sie müssen sich nicht mehr um TLS-Zertifikate kümmern, um Blacklisten, um Updates. Das wird alles automatisch von uns übernommen. Und bei uns werden die Daten automatisch dreifach gespeichert, also der Backup sozusagen, um eben Datenverlust auszuschließen, um sicherzugehen, dass da nichts passieren kann. Und ja, was ich ja gerade schon auch gezeigt habe, was bietet Tutanota, ist eine sehr intuitive Bedienung auf allen Geräten. Also das, was Sie jetzt gerade im Browser gesehen haben, das ist genauso auf dem Handy, das wird genauso sein in den Desktop-Clients, sodass Sie, wenn Sie sich da einmal dran gewöhnt haben, und das geht ziemlich schnell, dann können Sie es überall genauso gut benutzen. Sie können eben das mit Ihren eigenen Anpassungen benutzen, Tutanota, mit Ihren Farben, Ihrem Logo. Sie können das Login auf Ihrer Webseite platzieren und Sie können auch auf Ihrer Webseite ein verschlüsseltes Kontaktformular einbinden. Es gibt die gerade gezeigte Volltextsuche auf verschlüsselten Daten, die wirklich was Besonderes ist für verschlüsselte Services. Und dann gibt es noch eine Filterfunktion, wo Sie automatisch eingehende E-Mails sortieren können. Das habe ich jetzt gar nicht mehr gezeigt. Wenn es Sie interessiert, kann ich das aber gerne noch tun. Und Sie können eben über die Administrationsmaske ganz einfach alle Ihre Nutzer verwalten, Nutzer anlegen, Nutzer löschen, Passwörter zurücksetzen, weitere Adressen hinzufügen und so weiter. Ja, und das war es soweit von meiner Präsentation. Ich gehe zurück in die Live-Ansicht, weil ich nehme mal an, dass dazu noch Fragen kommen könnten und warte jetzt einfach mal auf Ihre Fragen. Und ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, es war das, was Sie jetzt erwartet hatten, zu hören. Ja, genau. Ja, vielen Dank dir. Ja. Meine Erwartungen hat das voll erfüllt. Verschlüssele meine E-Mails noch nicht, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Ich würde es vor allem auch privat ausprobieren. Also ich finde es total cool. Wir haben einige Fragen bekommen. Die würde ich jetzt gerne an dich weiterleiten. Hörst du mich? Irgendwie habe ich so einen Doppelsound, Schall. Hörst du das auch? Ja, ich kann gerade noch mal das Mikro, glaube ich. Also das jetzt müsste das weg sein. Entschuldigung. Ja, jetzt probiere ich es nochmal, weil am Anfang war es noch nicht. Hörst du mich jetzt? Ja, ich höre dich. Gut, wunderbar. Okay, also dann gehen wir gleich mal in die Fragen. Wir haben einige erhalten. Vielen Dank auch für die rege Teilnahme im Chat. Die erste Frage war, und zwar, ob man Tutanota an Outlook anbinden kann. Nein, nein, das geht nicht. Aber wir machen genau deshalb Desktop-Clients, damit man halt auch offline da seine E-Mails zur Verfügung hat. Und das wird genauso gut funktionieren. Also die wird es auch schon in ein paar Wochen geben. Da kommt die erste Version raus. Mhm. Ja. Dann kam die Frage, du hattest am Anfang gesagt, dass Google Mail als Beispiel auch unsicher ist. Eigentlich werden die Mails doch bei Google Mail auch oder auf den Google-Servern verschlüsselt.
Ja, der Unterschied ist, dass Google die Schlüssel hat. Ja, also Google kann das alles auslesen, das tun sie ja auch. Also es gibt ja diese Funktion, dass sie irgendwie den Satz für einen weiterschreiben. Da ist ja klar, dass Google das lesen muss, um das halt weiterschreiben zu können. Und wenn sie es lesen können, dann können sie es halt auch weitergeben. Und es gab ja auch da kürzlich diesen Skandal, dass da die Drittanbieter von Apps auch darauf zugreifen konnten, das auch auslesen konnten. Und das Problem dabei ist halt einfach, dass es gescannt wird. Also man denkt ja so, ja, meine Mails, das interessiert ja keinen, die liest ja keiner. Aber das wird ja gescannt und dann werden daraus diese Big Data, dann werden daraus irgendwelche Profile erstellt und dann wird es halt eben doch problematisch. Okay, vielen Dank. Dann ging es darum, ob alle Metadaten der E-Mails auch verschlüsselt werden, das heißt Betreff, Absender, Empfänger. Also der Betreff wird verschlüsselt. Das ist bei anderen Verschlüsselungssystemen wie PGP oder so nicht so. Die Adresse, E-Mail-Absender und Empfänger, die können wir nicht verschlüsseln, weil das ist halt die Adresse. Bei einem Brief kann man auch nicht die Adresse nicht draufschreiben, dann kommt der Brief nicht an. Aber wir wollen diese Metadaten in Zukunft verschleiern, sodass man die halt nicht mehr von draußen nicht mehr erkennen kann. Das ist aber jetzt nicht in den nächsten Monaten damit zu rechnen, dass das so schnell schon kommt, weil das recht kompliziert ist. Wenn man Anhänge erhält, wie einfach lassen die sich öffnen oder muss man noch irgendwelche Zwischenschritte einschalten? Ah, stimmt, das habe ich gar nicht gezeigt. Ich hatte ja hier Anhänge verschickt. Ich sehe auch hier an diesem Symbol, wenn hier dieses kleine Symbol dran ist, dann ist da ein Anhang in der E-Mail und dann kann ich da einfach draufklicken und dann kommt entweder die Auswahl Preview oder Speichern, dann wird es im Downloads-Ordner, bei mir ist es so eingestellt, im Downloads-Ordner gespeichert. Ich mache jetzt einfach mal die Preview und da ist es dann, ich hatte mir ja so einfach Screenshots von Tutanota selbst geschickt, wird das dann einem angezeigt und ist, glaube ich, auch schon im Downloads-Ordner gespeichert sogar. Ja, also einfach draufklicken, wenn man mehrere, also ganz viele hat, dann gibt es auch diese Option, alle speichern, dass man nur einmal klicken muss und dann werden alle auf einmal runtergeladen, alle Anhänge. Dann würde auch eine Teilnehmerin gerne noch wissen, ob du zeigen könntest, wie man eine Mail ausdruckt. Ja, da gibt es hier die Option mit diesen drei Punkten. Ich kann ja einfach hier die ganz schnell erklären, das ist Antworten, das ist Weiterleiten. Das hier ist, wenn ich die E-Mail in einen Ordner verschieben möchte, kann ich das anklicken. Das ist natürlich Löschen und hier diese drei Punkte. Da ist dann die Option Drucken dabei oder auch Exportieren oder als ungelesen markieren. Also wenn ich die später nochmal angucken will, dann markiere ich die als ungelesen. Und wenn ich dann hier auf Drucken klicke, dann ja, habe ich natürlich keinen Drucker. Da müsste man jetzt hier einen Drucker haben oder auch einen Ja. PDF-Printer. Habe ich hier nicht eingerichtet. Ja, aber der Weg ist ja Aber das Richtige jetzt gewesen. Okay, genau. vielen Also Dank. so funktioniert das dann. Und wo ich das gerade hatte mit dem Archiv verschieben, was auch ganz schön ist, ich kann hier auch die Sachen einfach über Drag and Drop verschieben. Ich kann auch mehrere, wenn ich Command halte und dann die anklicke, kann ich mehrere anklicken. Und dann genauso über Drag and Drop verschieben. So, das ist auch noch eine ganz nette Funktion. Dann kamen Fragen in Bezug auf alte E-Mails mit einer eigenen Domain. Wie einfach ist es, ins Tutanota-Programm zu integrieren? Ob ihr da auch Erfahrungen zur Umstellung von einem Mail-Server zu Tutanota habt? Ja. Die Frage kriegen wir ganz oft, weil man will natürlich wenn man dann umzieht, gerne mit allem umziehen und alles sicher speichern. Wir können noch nicht importieren. Wir können Kontakte importieren, das hatte ich ja gezeigt. Für diesen E-Mail-Import brauchen wir erst die Desktop-Clients. Und wenn die Desktop-Clients da sind, dann in ein paar Monaten kann man dann die alten E-Mails über diesen Desktop-Client importieren. Das wird ähnlich einfach funktionieren wie hier mit den Kontakten, dass man dann halt so einen Button haben wird, alle E-Mails importieren und dann werden die importiert. Das geht aber jetzt noch nicht. Also jetzt müsste man zum Beispiel seinen Outlook oder seinen Thunderbird liegen lassen mit den alten E-Mails und eine Zeit lang parallel fahren.
also die alten E-Mails lokal liegen lassen und die mit den neuen mit Tutanota arbeiten. Okay, danke schön. Dann kam noch die Frage, ob es für Tutanota auch einen speziellen Virenschutz gibt oder einen Spamfilter. Ja, also hier wird automatisch wird nach Viren und nach Spam gefiltert. Natürlich nur bei unverschlüsselten E-Mails. Bei Ende-zu-Ende verschlüsselten E-Mails geht das nicht. Aber das sind ja auch E-Mails, die im eigenen System kommen. Also da passiert eigentlich nichts. Und die landen dann hier eben im Spam-Ordner. Man kann auch ab und zu, wenn man eine E-Mail erwartet und sie kommt nicht, dann wie bei allen anderen Services auch, muss man halt ab und zu mal im Spam-Ordner gucken. Wobei, aus meiner Erfahrung wird das schon meistens richtig einsortiert. Und wenn was Komisches im Spam-Ordner kommt und man denkt, das sieht aber komisch aus, dann kann man es auch ignorieren, weil dann wird es Spam sein. Okay. Dann kamen mehrere Fragen zur Speicherplatzgröße. Also einmal, sowohl ist die Postfachgröße bei Tutanota beschränkt, beziehungsweise wie viel Speicherplatz habe ich auf dem Server für die Postfächer meiner Mitarbeiter? Kannst du dazu was sagen? Ja, also in dieser Softwarespende sind ja 1 Gigabyte mit drin. Dieser Gigabyte wird, oder ist das, Tina, ist das richtig 1 Gigabyte oder ist es sogar 10? Ich glaube, das ist unabhängig davon, welches Paket Sie nehmen. Ja, wir haben ja sowohl das Tutanota Small als Genau. auch Tutanota Large. Aber nachdem ich mich um den Webinarbereich kümmere, zu den konkreten Produktspenden können meine Kollegen in Siegburg Ihnen Auskunft geben. Da finden Sie die Kontakte dann eben auch auf der Stifterhelfen-Webseite. Ja, also sonst, wenn ich mich richtig erinnere, ist es 1 Gigabyte für Tutanota Small mit den 10 Benutzern und 10 Gigabyte für Large mit den 50 Benutzern. Die werden über alle Mitarbeiter aufgeteilt. Also da müssen Sie nicht irgendwie sagen, okay, der kriegt 1 Gigabyte und der 1,5 Gigabyte, sondern das gilt für alle. Und wenn Sie dann noch mehr Speicher brauchen sollten, dann haben wir hier unsere Preise und da kann man dann auch Pakete dazu buchen. Also 100 Gigabyte ist dann die nächste Stufe. Das braucht man so schnell nicht. Also ich glaube, ich habe bei meiner Arbeits-E-Mail, die ich jetzt seit 4 Jahren benutze, noch nicht bei, ich glaube, ich bin da noch nicht bei 1 Gigabyte. Also außer man verschickt jetzt dauernd große Anhänge, dauert das wirklich lange, bis man auf den Speicher kommt. Dann kam auch noch mal mehrmals die Frage, was passiert, wenn Empfänger von verschlüsselten Tutanota-Mails diese nicht in ihrem Mail-Client empfangen können? Ist das so? Das heißt, das habe ich gerade nicht verstanden, Entschuldigung. Ich glaube, da war vom Ton irgendwie ein Aussetzer. Also eine Teilnehmerin wollte wissen, ob es richtig ist, dass die Empfänger von verschlüsselten Tutanota-Mails diese nicht in ihrem Mail-Client empfangen können, wenn sie keine Tutanota-Nutzer sind. Genau, also die bekommen dann in ihrem eigenen Mail-Client, ob das jetzt hier bei Gmail ist oder in ihrem Outlook, bekommen sie eben diese Benachrichtigungs-E-Mail und die verschlüsselte Nachricht, die lesen sie dann über diesen Link. Ja, also da müssen Sie sich dann einloggen mit dem Passwort, das Sie ihnen geben. Das ist für die externen Empfänger. Und dann lesen und antworten Sie dann aus diesem Client heraus, aus diesem Web-Client. Genau. Dann gab es noch auch zu der Verschlüsselung eine Frage, wenn man eine Tutanota-Mail verschlüsselt verschickt an jemanden, der PGP eingerichtet und einen öffentlichen Schlüssel hat. Funktioniert das? Nein. Wir wollen das kompatibel machen und also dass dann halt auch mit PGP-E-Mails ausgetauscht werden kann, aber das wird noch dauern. Also das ist ja dadurch, dass wir halt auch den Betreff verschlüsseln, ist es halt zwar ein sehr ähnliches System, aber doch ein bisschen anders und deshalb im Moment noch nicht kompatibel. Dankeschön. Dann kam noch eine Frage, ob man für eine Organisation einheitliche Signaturen einrichten kann und ob ein globales Adressbuch möglich ist, auf das alle Mitarbeitenden zugreifen können.
Also die Signatur habe ich ja hier. E-Mail-Einstellungen. Die Signatur macht jeder selber. Aber da kann man natürlich dann allen einmal das per E-Mail rumschicken, sagen, richte bitte diese Signatur ein. Die wird nicht zentral gesteuert. Und das Adressbuch, soweit ich weiß, ist auch einzeln. Also einzeln auf den einzelnen Benutzern. Aber ich gebe das mal weiter. Das wäre ja sicher auch was Interessantes, was wir entwickeln können. Ich finde das gerade selbst spannend. Dann kam noch eine Frage, auch zu dieser Geschichte mit Outlook. Kann die E-Mail nach dem Öffnen auch in Outlook verschoben werden und ist sie dann nicht mehr verschlüsselt? Die Tutanota-E-Mail hier, diese verschlüsselte E-Mail, nee, die kann nicht nach Outlook verschoben werden. Was man damit machen kann, auch als externer Empfänger, ist, man kann die wiederum exportieren und man kann sie dann in seinen Outlook importieren, aber dann ist sie eben nicht mehr verschlüsselt. Okay. Also wenn man sie dann nur lokal in seinem Outlook speichert, dann ist es ja immerhin nur lokal, aber verschlüsselt ist es dann nicht mehr. Und könntest du noch was zu der Spende von Tutanota bei Stifterhelfen sagen? Es ist ja auf ein Jahr erstmal beschränkt. Was passiert dann nach Ablauf dieses Jahres? Genau, also das kann einfach verlängert werden. Das macht aber ja ihr, also das. Von uns gibt es da keinerlei Beschränkungen. Okay. Also es kann verlängert werden und wie gesagt, da kann man auch von diesen Funktionen, die ich da gezeigt habe, mit dem White Label und mit dem Kontaktformular, da kann man einfach bei uns anfragen. Das ist ja nicht automatisch mit drin, aber das ist eigentlich auch kein Problem. Das Einzige, wo wir halt irgendwann ein Limit setzen müssen, ist halt beim Speicher, weil den müssen wir ja auch bezahlen, wir müssen ja auch die Festplatten kaufen und betreiben und das ist aber auch das Einzige. Von den ganzen Funktionen ist eigentlich alles in Ordnung. Ist kein Problem. Ja, gut, vielen Dank. Dann wären wir am Ende mit den Fragen für heute. Alle Fragen, die jetzt nicht beantwortet worden sind zur Produktspende, können Sie gerne an meine Kollegen, die darauf spezialisiert sind, in Siegburg stellen, auf der Webseite www.stifter-helfen.de. Und vielen Dank auf jeden Fall für die Präsentation. Wir bekommen jetzt auch hier Feedback noch von den Teilnehmern. Vielen Dank an dich, Hanna, für die lebhafte Präsentation. Gerne. Dankeschön. Und ja, ich kann nur noch darauf hinweisen, dass wir morgen mit unserem Webinarprogramm weitermachen. Da haben wir was um 11 Uhr auch wieder für Sie zu Google Analytics. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und schöne Grüße nach Irland. Ja, danke. Schöne Grüße zurück. Tschüss. Tschüss.